Die Torheit der Menschen. So ist der 14. Psalm überschrieben, aus dem unsere heutige Tageslosung entnommen ist. Die Torheit der Menschen. Wie dumm Menschen sind, wir können es immer wieder beklagen. Wie dumm Menschen sind, dass sie die Schöpfung zerstören, aus der und von der sie leben. Wie dumm Menschen sind, dass sie rücksichtslos nur an sich selber denken, nicht an die anderen und nicht an den morgigen Tag. Wie dumm Menschen sind, dass sie sich selber manchmal nichts Gutes tun, in den Tag hineinleben und nicht an ihr eigenes Morgen und Übermorgen denken. Über die Dummheit der Menschen klagen wir gerne, meistens, wenn wir über andere reden. Aber wenn wir ehrlich sind, auch wir alle, jeder und jeder von uns, handelt immer wieder einmal dumm in diesem Sinne. Der Psalm beschreibt die Torheit der Menschen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Es ist kein Gott. Die Frage, Gott, wo bist du, das Verzweifeln an Gott, das kennen wir wohl auch alle. Es gibt immer wieder Erfahrungen, es gibt schlechte Nachrichten, es gibt die Angst, die Sorge, die Zweifel, Gott, wo bist du? Davon ist hier aber nicht die Rede. Die Toren sprechen, es ist kein Gott, und dann handeln sie so, als wäre egal, was sie tun. Als würde sich niemand darum scheren, was sie tun. Aber, so sagt es der Psalmbeter, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Klug sein und nach Gott fragen. Da steckt zum einen drin, wir handeln so, dass uns immer bewusst ist, dass das, was wir tun, einen Sinn hat, eine Bedeutung hat, dass es vor Gott nicht egal ist, was wir machen, dass wir vor Gott Verantwortung haben für diese Welt, für die Menschen, die auf ihr leben und für uns selbst, dass das, was wir tun, im Sinne Gottes bewertet wird, berücksichtigt wird, vor ihm eine Rolle spielt. Das andere aber, dass wir klug sind und nach Gott fragen, dass wir immer dann, wenn wir verzweifelt sind und suchen, wo bist du denn, Gott, dass wir dann nicht aufhören zu fragen und zu suchen. Immer wieder danach ringen, Gott, was ist der Sinn hinter dem, was uns widerfährt? Was ist das Ziel, was ist dein Plan? Und darauf vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Der Psalmbeter, er macht diese Erfahrung. Der Psalm endet mit zuversichtlichen Worten, nämlich mit der Erfahrung, du Gott siehst auf die, die schwach sind, du siehst auf die, die geplagt werden und bist an ihrer Seite. Gott ist an unserer Seite. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nachtlicht um mich sein. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag,
gewacht. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich seh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weiß ganz genau, wohin ich geh. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel des Lebens bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Stehe ich gaunend am Strand und träume, zähle die Körner im Sand. Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht,